Ein Blick in die Gesichter der insgesamt nur noch 618 Zuschauer, die sich im Stadion an der Trat verloren, genügt, um zu wissen, wie das Match gelaufen ist. Da nützte auch das Comeback von Andy Gavlik herzlich wenig. Vor allem beim 0:2 sah man, dass der Kapitän nach einer rund einmonatigen Pause nach einem Daumenbruch noch längst nicht bei 100% ist. Johannes Feuerpfeil läuft ihm bei einem Konter auf und davon. Ja, natürlich war es wieder schön dabei zu sein, aber es war natürlich hart. Wir gingen auch noch Trainingseinheiten ab, konditionelle Einheiten. Ich werde das so schnell wie möglich aufholen und dann schauen, dass es wieder bergauf geht. Bergauf muss es insgesamt wieder gehen beim DSC, bei dem Co-Trainer Christian Cesak den aus privaten Gründen in der Heimat weilenden Coach Jirschi Otopalik vertrat und Backup Daniel Filimonov, wie schon zuletzt im Derby gegen Regensburg, den grippekranken Sandro Agricola. Allerdings musste der 19-Jährige gleich mal hinter sich greifen. Der Tabellenzweite nutzte sein erstes Powerplay nach 147 Sekunden zum 0:1 durch Dennis Thielsch, der noch dran ist am Schuss von Christopher Kasten. Damit erhielten auch die Regensburger Hoffnungen, quasi auf dem Sofa Vorrunden-Champion zu werden, einen Dämpfer. Dazu hätte die Truppe von Sergej Wasmiller ja mindestens einen Punkt in Deggendorf lassen müssen. Danach sah es in den ersten 20 Minuten aber nicht aus. Der DSC zwar nach dem frühen Rückstand mit einem Chancenplus, aber die Verwertung ließ, wie zuletzt auch beim 0:2 im Ostbayern-Derby, sehr zu wünschen übrig. Die Gästefans konnten also recht entspannt in die erste Pause gehen. Ihr Team wurde dann mit Beginn des Mittelabschnitts vorne wieder etwas druckvoller, allerdings ohne Filimonov vor allzu große Probleme zu stellen. Die Hausherren rätseln dagegen weiter über ihren Einbruch im neuen Jahr, der zwar sicherlich mit den körperlichen Belastungen angesichts eines vielleicht doch zu kleinen Kaders zu tun hat, aber sicher nicht nur. Nicht nur die Beine wirken schwer, auch die Köpfe sind nicht mehr frei, wie diese Szenen hier unterstreichen. Nach Feuerpfeils 0:2 in der 37. Minute konnten sie zwar postwendend eine Antwort geben, doch auch das 1:2 von Robin Slanina nur 23 Sekunden darauf gab nicht den nötigen Schub, erwies sich am Ende nur als Strohfeuer. Das Match, ja vom 12. Februar vorgezogen, weil zu der Zeit ein Nachwuchsländerturnier in Deggendorf stattfindet. Für den DSC kam das Duell gegen die Tigers insgesamt aber zur Unzeit, das zeigte vor allem auch das letzte Drittel. In einer nun wesentlich hektischer werdenden Partie mit deutlich mehr Strafzeiten verpassten es zunächst die Gäste, Ende zweites, Anfang drittes Drittel eine doppelte Überzahl zu nutzen. Gleiches galt dann auch für die Hausherren, bei denen Alexander Janssen mit zwei Mann mehr auf dem Eis nur den Außenpfosten anvisierte. Und als der vierte Bayreuther wieder aufs Eis kam, fiel die Entscheidung. Markus Masal wird in der 47. Minute auf die Reise geschickt und versetzt dem DSC mit dem 3:1 den K.O. Bezeichnend dann das 1:4, das in Art und Weise stark an den ersten Auftritt der Tigers diese Saison in Deggendorf erinnerte, als die Gäste mit 7:3 triumphierten. Michal Bartosz spaziert durch die DSC-Abwehr und Ivan Kolosvari hat dann keine Mühe mehr. Wenigstens durfte der DSC den ergebnistechnischen Schlusspunkt setzen, auch wenn das 2:4 von Alexander Janssen in der 53. Minute meines Erachtens irregulär ist, weil bewusst mit dem Arm abgelenkt. Der gebürtige Deggendorfer Marco Eisenhut im Tor der Gäste und seine Vorderleute protestierten aber vergeblich. Letztendlich auch egal, denn am Sieg der Bayreuther änderte das nichts mehr. Ja gut, warum dann mal keine Punkte holen zurzeit, ist einfach das, weil wir wirklich kein Scheibenglück haben, wenn man sagt, wenn man im zweiten Drittel 13 Minuten auf ein Tor spielt, kein Tor schießen kann, weil es am Pfosten, Latte oder irgendwie noch außergreit oder was weiß ich und dann im Gegenzug 2:0 kriegen. Es ist halt einfach bitter, haben wir trotzdem nicht aufgegeben, haben wir immer weiterkämpft, haben wir im letzten Drittel das immer wieder versucht, haben wir gut am Körper gespielt, haben wir eigentlich wirklich eine gute Leistung gebracht in meinen Augen, aber wir werden halt einfach nicht belohnt dafür. Der DSC gerät aber nun immer mehr unter Zugzwang, wenn in Peiting oder gegen Selb nichts geholt wird, ist man dann vorerst auch draußen aus den direkten Playoff-Rängen.